So, also jetzt vertone ich es quasi nach, also weil, also es war tatsächlich das Aufnahmeprogramm. Ich habe bei Spielen, die halt nicht mit, wo es keine Settings gibt, keine Ton, wo ich nicht auf den Ton Einfluss nehmen kann, dann nehme ich, mache ich es ganz oft mit so Programmen, so Freeware-Programmen, mit denen man den ganzen Bildschirm aufnimmt. Deshalb ist auch manchmal so diesen Mauszeiger mitten im Bildschirm zu sehen, der sich scheinbar dreht. Den sehe ich aber im Spiel gar nicht. Das liegt nur in meinem Aufnahmeprogramm. Jetzt nehme ich es auf dem MSI Afterburner, der auch nichts kostet. Auch ein sehr schönes Aufnahmeprogramm. Nur für die Leute, die es interessiert. Und jetzt geht's. Ja? Also es lag wirklich am Aufnahmeprogramm. Jetzt funktioniert das, die Bewegungstasten. Gut zu wissen. Ja? Aber wie gesagt, das weiß ich nur deshalb, weil ich das schon mal hatte. Ich weiß bloß nicht mehr, in welchem Spiel. Jo, jetzt probiere ich jetzt erst. Also, wie gesagt, ich vertone das jetzt nach. Ich habe das gerade eben gespielt und jetzt vertone ich das nach, weil es es macht keinen Sinn. Wenn ich das jetzt mit Ton gespielt hätte, hätte ich dagegen anbrüllen müssen. Das Spiel ist sehr laut und ich kann, wie gesagt, nicht drauf Einfluss nehmen auf die Lautstärke. Und ich habe einfach keinen Bock darauf, jetzt gegen das Spiel anzuschreien. Ganz am Anfang habe ich das auch gemacht, wie ich noch keine verschiedenen Aufnahmeprogramme hatte, wie ich noch alles mit Fraps oder MSI Afterburner so aufgenommen habe. Da habe ich mal dagegen angebrüllt, war heiser, man hat mich trotzdem nicht gehört im Video. Das war total scheiße. Mittlerweile, man lernt ja dazu, man wird alt. Also alt war ich schon da, aber noch älter und weiser und schlauer und überhaupt. Und macht das jetzt so. Und jetzt tue ich das im Prinzip nachvertonen. Ich bespreche quasi dieses Video von meiner Aufnahme. Genau, jetzt hatte ich das Problem. Ich habe das jetzt kurz durchgelesen. Jetzt habe ich so ein bisschen Probleme mit dem Springen. Und ich hatte das so verstanden: Ich soll Space drücken und W für nach oben. Also die Leertaste drücken für springen und W, damit halt nach oben springt. Das ist irgendwie ein bisschen für mich verwirrend gewesen. Gleich aber checke ich das, dass ich nach W Leertaste drücken muss und D für die Richtung. Dass ich jetzt, ja, ich muss halt Leertaste und D drücken, dann hält er sich nicht oben fest und dann drücke ich W, damit er quasi aus diesem sich nur festhalten, dann, genau, jetzt drücke ich W und jetzt komme ich raus. Ja, das ist irgendwie ein bisschen, damit hatte ich kurz mit zu kämpfen. So, das ist ein bisschen umständlich geschrieben, weil sie eigentlich schon ausgehen, dass man das hauptsächlich mit einem Xbox-Controller spielt und beziehungsweise sie empfehlen das ja auch. Ich spiele es aber mit Tastatur. Ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlecht von der Tastenbelegung. Also WASD im Prinzip die Bewegung und auf den Pfeiltasten eben zum Beispiel schießen und sowas. So, jetzt habe ich aber erst verstanden, was die wollen eigentlich so wirklich von mir, dass ich halt genau eben diese Auswahl treffe. Das Magazin entnehmen, auffüllen und wieder reinstecken mit der Auswahl, die ich vorher getroffen habe. Das ist also diese fortgeschrittene, ja, also wie sie es nennen, Steuerung finde ich persönlich unnötig kompliziert. Auch das wieder Splint ziehen und dann Richtung vorgeben, dann abwerfen, also den Knopf drücken zum Werfen. Finde ich persönlich eigentlich zu umständlich.
So, und deshalb hatte ich mir jetzt auch nochmal gleich das Tutorial für einfach angeschaut, was denn da eigentlich der große Unterschied ist. Das Tutorial ist halt geskriptet. Ich muss halt immer diese Snake-Kamera jetzt wieder machen, weil ich kann es nicht umgehen. Ich kann nicht direkt durch die Tür gehen. So, also wie wir gesehen haben, die einzigen beiden spätestens jetzt beim ersten Granatenwerfen und sagt, klar, das Spiel ist vielleicht Strichmännchen-Grafik, aber es ist nicht verzart beseitigt, ist trotzdem ziemlich, also in Anführungszeichen halt brutal. So, aber wie wir jetzt gesehen haben, die einfache Steuerung heißt eigentlich bloß, man drückt einfach R fürs Nachladen, ohne Riesengeschiss zu machen, und beim Granatenwerfen drücken wir einfach G und werfen die Granate, ohne Riesengeschiss zu machen. Deshalb ist halt meiner Meinung nach einfach wirklich einfacher. Ja, es ist, das andere ist mir halt viel unnötig kompliziert. Das ist Geschmackssache, aber ist halt so mein Eindruck. Weil das sind die einzigen beiden Unterschiede, ansonsten steuert sich es eh genauso. So, dann die erste Mission. Schöne Mission. So, die Mission hat mir wirklich gut gefallen. Aha, den kann ich nicht gescheit messern, also habe ich dann doch gemacht, aber der dreht sich rum. Die Mission mochte ich, die hat Spaß gemacht. So, jetzt kommt Mission 2. Wenn ich jetzt das, also was man gleich im Anschluss an die Mission sehen wird, wenn ich die Mission ausgewählt hätte, die kann ich nicht auswählen, aber so geht es automatisch zu Mission 2. Und die ist gleich schon, das erste war eine 1-Sterne, also einfache Schwierigkeitsstufe, und das ist direkt eine 3-Sterne-Mission. Die zweite Mission. Und das. So, und das Spiel zeigt gleich, also da wähle ich den Halo Jumper, das finde ich saulustig. Nein, das ist ja viel zu einfach, mit dem Seil sich irgendwo hochziehen, hallo. So, und das Spiel gibt uns gleich die,
die grobe Kelle. Das ist nämlich gleich mal deutlich schwieriger, schon wegen den blöden Kameras. So, auch wenn er natürlich mit dem Rücken zu uns steht, wenn wir reingehen, wenn wir auf eine Kamera gesehen, deshalb ist direkt wieder aus. Ne? Zack, und wieder ab aufs Dach, Neustart. So, aus irgendwelchen Gründen fällt man manchmal in den Stock unten drunter. Das weiß ich jetzt nicht, ob das Absicht ist oder ein Bug. Das habe ich jetzt gleich, glaube ich, nochmal probiert, weil ich das nicht gecheckt habe, dass es an der Kamera lag. Ich dachte, es wäre halt Zufall, dass der sich rumdreht oder so. Aber, ne, ah ne, ich habe, oder? Atemlos, ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ah, ich glaube, das war der Moment, wo ich mir klar wurde, das liegt an der bescheuerten Kamera. Ah, genau, da wollte ich testen, ob ich die Kamera von vor der Tür ausschalten kann. Nein, kann man nicht. Also eine Kamera kann man wirklich nur ausschalten mit dem Jammer, wenn man direkt vor der Kamera steht. So, also wie gesagt, ich weiß nicht genau, warum ich jetzt wieder nach unten durchgefallen bin. Ist ja egal. So, jetzt muss man nach oben oder unten drücken, welche Richtung man will. Das hatte ich nicht diesmal nach unten gedrückt. So, genau. Und jetzt ist die für kurze Zeit gestört. So, jetzt können wir die Kameras ausschalten. Problem ist, der guckt trotzdem in unsere Richtung, aber da ist ein Lüftungsgitter. Das heißt, wir müssen das jetzt irgendwie umgehen. Ich glaube, ich kann auch gleich. Ah, ne, man kann. Ah, genau, jetzt habe ich erst probiert mit dem Aufzug, weil ich dachte, man könnte vielleicht nach unten. Aber man kann in der Etage, wo ich gerade war, nicht nach unten. Man kann nur mit dem Aufzug dann nach oben. Also es hat natürlich seinen Vorteil, wenn ich so nachkommentiere, weil ich dann eher ja, auch erklären kann, warum ich was in welcher Situation gemacht habe, woran ich in dem Moment, wenn ich spiele, vielleicht gar nicht dran denke, es zu erklären. Auf der anderen Seite ist es irgendwie seltsam, mir selbst beim Spielen zuzugucken. Es ist irgendwie, ja. So, und dann habe ich gedacht, ah, alles klar, da kommen wir irgendwie, ja, Lüftungsgitter-Dings. Wobei mir gerade auffällt, dass das Aufnahmeprogramm hat das dunkler aufgenommen, als das Spiel wirklich ist. Also im Spiel ist das gar nicht so duster da oben auf dem Dach. Das ist jetzt nur in dieser Aufnahme so dunkel. Auch seltsam. Ist mir gar nicht so klar, warum eigentlich, weil eigentlich sollte das Aufnahmeprogramm einfach nur das aufzeichnen, was im Spiel zu sehen ist. So, da war ich jetzt auf dem Dach, hab gedacht, kacke, wenn ich da jetzt runterfalle, da links, falle ich ja vom Haus, bin ich ja tot, ist ja doof. Und dann habe ich erst auf die Idee gekommen, M zu drücken für die Karte, und stehen, ach nein, da ist ein Stockwerk über dem Typ drüber, dann komme ich ja doch an ihn irgendwie so dran. Zumindest hatte ich die Hoffnung, dass ich so jetzt nicht sterbe, also, ach gut, nicht gestorben, war ich ja glücklich. So, wollte ich die Knarre direkt nehmen, aber dann kann ich ja das Gitter gar nicht aufmachen. Deshalb doch nochmal kurz holstern und dann Z drücken. Und jetzt die Knarre nehmen und rein und gib ihm. Gut, den hätten wir weg. Auch wenn ich nachher nicht mehr genau weiß, warum ich da überhaupt bei ihm rein wollte, weil das ist ja gar nicht unser Ziel. Aber da drin ist auch sonst nichts zu erledigen. Eigentlich soll man da oben rechts rein, also eigentlich ist es völlig wurscht, ob ich den kill oder nicht. Auf der anderen Seite, jo, warum nicht, gell? So, die Kamera ist noch aus. Ich hatte jetzt gedacht, ich steuere jetzt mal einfach mal aus der Perspektive, wenn das geht. Also da hatte ich gecheckt, ah, man muss gar nicht, also M, wenn man M gerade drückt, ist das nicht Standbild, sondern man kann sich auch bewegen in dieser Ansicht. Das ist eigentlich ganz praktisch, machen wir das lieber so, machen wir Überblick.
Steinstadt, das ist ja jetzt eigentlich ganz cool. Jetzt können wir noch nach unten fahren und den Typen in der Umlege, der guckt ja nach links. Also eigentlich. Aber der hält irgendwie 500 Schuss aus. Ah ja, da hört man auch mein unzufriedenes Grunzen. Das muss ich ja nochmal von vorne alles machen. Das ist ein bisschen ätzend. Man kann nicht abspeichern. Es gibt keine Autosaves. Man muss, wenn man irgendwo verkackt in der Mission, alles nochmal von vorne machen. Das ist saumäßig frustrierend. Und warum dieser Typ 3 der 4 Schuss in den Kopf aushält, sich rumdreht und schießt mich weg, beziehungsweise hat er nicht mal geschossen, hat schon rumgedreht, mich gesehen, weil es eine Stealth-Mission ist, ist direkt gescheitert, das erschließt sich mir auch nicht. So, und diesmal war die Kamera, wenn ich durch die Tür komme, war die Kamera direkt auf mich schon gerichtet, sodass ich sofort wieder aufs Dach musste. Das ist reiner Zufall, wie die Kamera sich, wenn man durch die Tür kommt, wie die Kamera dreht. Also, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich M gedrückt und hätte auf der großen Ansicht beobachtet, in welche Richtung die Kamera guckt und dann erst durch die Tür. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern bin so durch die Tür und zufälligerweise genau jemand wurde ich gesehen. Und muss wieder aufs Dach zurück. Und hatte ich einfach keinen Bock mehr. Und dann habe ich mir angeguckt, was gibt es denn noch für eine Mission? Dann habe ich gesehen, die dritte Mission ist eine 2-Sterne-Mission. Probieren wir die doch mal aus. Dann habe ich gesehen, die Mission ist aber von der Missionsbeschreibung her auch schon ziemlich kompliziert. Also ist ja kompliziert, aber schon wieder. Also da spätestens da sieht man, aha, okay, das ist auch ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur durchlaufen, alles wegnuken, ist es wieder eine Stealth-Mission. Schade, mir wäre ja ein lieber gewesen, wo ich alle umlegen kann und das aus vollem Rohr, aber aller gut. Also dann klettern wir mal, sehr schön. So, dann jammen wir mal schnell die Kamera. So, hier kann man scheinbar nichts machen. So, jetzt statt aller gut. Jetzt guckt er nach links. Jetzt gehen wir mal durch. Also da hatte ich das begriffen, dass man über M das schnell sehen kann. Aber dann ging das nicht sofort. Also irgendwie schon ein paar Mal gedrückt für nach oben, hat das Spiel nicht richtig reagiert. Und bis ich dann endlich oben war, hatte der sich wieder nach rechts gedreht, hat mich gesehen, zack, fertig. So, da habe ich gerade festgestellt, die sind scheinbar dick gepanzert. Auf die kann ich schießen, nicht lustig bin mit meiner Schallgedämpften. Die fallen überhaupt nicht um. Und sobald die mich sehen, ist es wieder rum mit der Stealth-Mission. Also doch missern. Okay. Dann hatte ich vergessen, wieder M vorher zu gucken, welche Richtung er drückt. Diesmal hat es immerhin gleich reagiert. Da hatte ich aber keine Brücke mehr. Weil, muss man sagen, Ballistik, ein sehr schönes 2D-Stealth-Action-Spiel. Aber sauknackig, richtig herausfordernd. Also das ist kein... Also es mag Strichmenschen-Grafik sein, aber das Spiel ist mit der Spielmechanik richtig knackig, richtig herausfordernd. Finde ich toll. Ist aber... Nix für meinen Nerve. Also wenn man da speichern könnte, oder von mir aus auch Autosaves hätte, dann wäre das okay. Aber so, dass man sofort immer an den Anfang zurückkommt, das ist unglaublich frustrierend. Also für mich, dafür bin ich zu alt. Also dann, ich bin jetzt erstmal hier raus. Macht's gut. Bis bald. Tschö.